So, herzlich willkommen zu AWA 7 entsteht. AWA 7, proudly presented by Plusmit. Hallo Tim. Guten Tag. Du bist hier ja schon bei main.go. Es entsteht AVAVII, die Domain für unsere Streaming-Unterhaben. Und Bobby sagt auch schon, so eine Homepage in Go. Ich bin sehr gespannt auf dieser ungewöhnlichen Mischung. Sag vielleicht nochmal an, was wir bisher gemacht haben und was bisher da ist. Also bisher, wir haben, Moment, kann ich gerade mal einen Browser aufmachen. Wir haben das hier gebaut. vorher, also mir ist aufgefallen, dass diese Domain vergeben war und war mal neugierig, wem die denn so gehören könnte. Und es war zufällig unser lieber AWA 7, der das auf seinen Tumblr, glaube ich, gelegt Tumblr, hatte. Ja, genau. Das ist echt schlecht zu lesen, sagen Menschen. Ja, da hat Bobby nicht ganz unrecht, ich kann klar. Das größer. Naja, er meinte da dann später das Programmierfenster, glaube ich. Ich weiß nicht, ob du das auch größer kannst. Das kann kriegst. Ich auch größer machen. Ja, das ist gut. Dann soll es eigentlich genau, gehen. Und ich hatte dann vorgeschlagen, könnte man doch mal irgendwie eine schönere Webseite mit etwas aktuellerem Bezug auch bauen, weil irgendwie auf diesem Tumblr-Blog, ich glaube, der letzte Eintrag war 2 Monate her. Genau, und daraufhin hat unser aller Lieblingsstreamer natürlich gesagt, ach, dann streamen wir das doch. Naja, auch auf deinen Wunsch, du hast ja gesagt, du wolltest solche Streams machen. In Zukunft und genau, ein bisschen Training. Plusmit hat auch einen eigenen Twitch-Kanal, wo er zum Beispiel schon gestreamt hat, wie er den Installer zu Quake gemacht hat. Das ist sehr, sehr empfehlenswert. Alle, die sich für diese Art der Programmierung interessieren sollten, meiner Meinung nach deinen Kanal abonniert haben. Und ich natürlich auch. Vielen Dank. Und was hier jetzt passieren soll, wir wollen also ein paar Features im Endeffekt sammeln. Und hier so ein erste, oder was, für was genau? Ach da. Wir sind auf Trello und haben schon mal erste To-Dos. Genau, also wir haben schon einen kleinen Webspace quasi angemietet bei Hetzner. Einfach in dieser Cloud-Lösung von denen, da kann man mit einem Klick irgendwie in 30 Sekunden so eine virtuelle Maschine quasi hochziehen. Die dann gleich im Internet hängen. Womit ihr auch inzwischen dann mal wisst, wo das Geld hingeht. Ich habe ja schon mehrfach während der anderen Streams erklärt, die Sachen, wenn ihr Geld spendet oder wenn ihr die Abos macht, das geht halt alles zurück in das Projekt. Das ist nicht für meine persönliche Bereicherung. Ich kaufe mir davon Sachen, die das Stream besser macht oder Stream-Projekte ermöglicht. Und im Endeffekt ist das hier, sehe ich AWA7.de halt auch als Teil davon. Das heißt, diese ganzen Serverkosten, das liegt jetzt, glaube ich, bei 12 Euro oder irgendwas, ne? Oder war es 20? Ich weiß es nicht. Im Jahr. Das geht da zum Beispiel von ab. Und wenn da halt Traffic raufkommt, dann ist es auch nochmal ein bisschen was. Und ja, das fließt da quasi alles. Geht von diesem Konto wieder weg. Genau. Ich habe hier sieht man schon auf Done den Caddy-Server schon eingerichtet. Der Caddy-Server macht, dass das HTTPS vorne steht. Genau, der das Nette an dem und der Vorteil gegenüber Nginx oder Apache oder wie sie auch alle heißen, ist, dass der quasi dieses SSL-Zertifikat automatisch quasi automatisch runterlädt. Ja. Von Let's Encrypt, genau. Ja, das kann man leider im Stream relativ schlecht lesen, das tut mir leid. Ich kann's gleich sehen. Im Editor können wir das gleich größer machen. Genau, und dem kann man zum Beispiel auch sagen, dass er bestimmte Sachen einfach als Datei ausliefern soll und alle weiteren Anfragen an unseren selbstgeschriebenen Server weiterleiten soll. Also so Reverse Proxying nennt man das. Postgres. Postgres. Also als Datenbank. Ist so geil, das gucken so viele andere Menschen die Webseiten machen. Aber das ist schön. Ich glaube, dadurch wird das die beste Webseite, die die Welt je gesehen hat.
Genau, also wenn ihr irgendwie Einwände habt, wir können das gerne ausdiskutieren. Wir können dann hat's denn doch doof. Naja, weil du halt so einen anderen Ansatz hast. Ich glaube, was er sagen möchte, ist, Ja, dass du wobei ein, den, Postgres ja den wirklich. Hipster-Ansatz der Webseitenprogrammierung hier jetzt machen. Naja, okay. Also Postgres würde ich jetzt nicht als Hipster bezeichnen. Nee, das war ja auch ich. Postgres finde ich gegenüber MySQL Overhead. Du findest das Overhead? Wie meinst du Overhead? Also da ich Alex, komm doch Postgres mal dazu, schon komm doch mal in auf den Sprachchat dazu, dann kannst du das auch einfach sagen. da ich das schon auf Embedded-Geräten habe laufen lassen, ja, aber WordPress einrichten ist ja sehr zu langweilig. Eben. Wir wollen ja was, Alex, was wir wollen was erschaffen, was das genau Internet so noch nicht angepasst aktuell hat. Sehr gut. ist. Oh, er kommt, er Er kommt. kommt. Sehr gut. Genau, ich würde heute quasi diesen grundlegenden Servercode anfangen. Einfach um ja, also Requests anzunehmen und daraufhin irgendwie ein Template auszuliefern. Ja, das Wichtigste ist ja, dass man zum Beispiel den Twitch-Player direkt auf ava7.de sieht, wenn ich zum Beispiel live bin, dass da das Video Genau. abspielbar wäre. Dass man nicht immer auf twitch.de/ava7 oder was wie, sondern Genau, so einfach ist. ava7.de eingibt und da dann, wenn ich live bin, das Video läuft. Genau. Ich weiß nicht, ob wir so weit kommen heute, Naja, aber aber das ist der Sinn, quasi der das können wir ja erste erst bauen, wenn das Milestone. andere ist, genau. Genau. Ganz Ganz kurz, kurz, konnte konnt er ihr mich mich hören? hören? Ja, ich muss dich nur. Mehrfach. Ja, warte, ich mach das eben weg. Jetzt. Gut. Also ich habe mit Postgres an sich überhaupt kein Problem. Ich finde es so ein bisschen Overhead. Mit Go habe ich auch kein Problem, weil ich da selber gerade ein Projekt laufen habe. Aber prinzipiell, da die Webseite ja quasi länger existieren soll und man immer mal im Kopf behalten muss, dass Michi oder jemand anderes damit zurechtkommen muss, würde ich halt eher schon für Mainstream-Sachen gehen. Das ist der Gedanke dahinter. Ja, also ich würde auch ein entsprechendes Backend quasi oder eine entsprechende Admin-Oberfläche, dass man das ein bisschen verwalten kann, einbauen. Genau, so simple Blogposts wollte ich halt schon machen wollen. Hatten wir zumindest besprochen, ne? Dass das geht danach. Genau. Andererseits, also man könnte natürlich ein WordPress-Plugin jetzt schreiben, aber ich dachte, das hier ist ein bisschen Es soll ja auch cool sein. Wir wollen ja alle auch was ein bisschen lernen. Das ist netter. ja gerade der Sinn. Das soll ja custom sein, weil das andere können ja viele Menschen. Und der Sinn soll ja auch ein bisschen sein, dass man sieht, wie das in Go quasi gehen kann, weil man lernt ja oft Sachen erst dann dazu, wenn man sie einmal selber gemacht hat und wenn man eben nicht schon was Vorgefertigtes nimmt. Dass das natürlich einfacher ginge, ist, glaube ich, ganz klar. Ja. Und Custom Code wird immer ein Problem, wenn der Custom Autor weg ist. Ich werde ja für immer Also er wird hier auf jeden in Fall dieser mich überleben, Community von stehen daher, bleiben. genau. Genau. Genau, einfach kann jeder. So ist es. Solange am Ende noch mein Grabsteinbild da zu sehen ist, ist alles in Ordnung. Also meinen Segen habt ihr. Ich würde euch zuschauen, mache aber erstmal das Mikro aus, weil ich nebenbei Ja, noch das klar. Abendessen vorbereiten muss. Oh, was gibt's Und denn? wenn ich Ja. Karton, Kartoffel, Karton mit Gedöns. Sehr schön. Ich würde mich Gedöns klingt gut. notfalls einschalten, wenn ich denke, ich kann auch irgendwelche Hintergründe erklären oder ähnliches. Super gut. Ich Ja, finde es auch toll, cool. dass du dabei bist, Alex. Das ist richtig geil. Ich fühle mich so richtig wohl behütet gerade. Sehr gut. Ja. Dann leg mal los. Schreib Ja, mal dann. was. Genau, dann fangen wir mal an. Also ich kann mal ganz kurz erklären, wie so eine Go-Datei eigentlich aufgebaut ist. Die fängt immer an mit so einem Package Clause, nennt sich das. Ist einfach Package als Keyword. Diese Keywords sind hier immer in blau hinterlegt. Und der Package-Name.
der stimmt normalerweise mit dem Namen des Ordners überein. Muss er nicht, aber sollte er. Außer beim Paket Main, weil das quasi der Einsprungspunkt für das Programm ist. Also im Paket Main gibt es immer eine Funktion Main. Und wenn man das fertig gebaute Programm dann aufruft, wird quasi diese Funktion hier angesprungen. Genau, mit dem können wir erst, also können wir erstmal einen ganz einfachen Webserver aufbauen. Das geht in Go sehr einfach. Go ist dafür gemacht. Also die Idee für die Sprache kam bei Google auf, weil sie einen Webservice ersetzen wollten. Und dann war auch relativ schnell klar, dass sie quasi so Sachen wie HTTP-Server und sowas mit in der Standardbibliothek haben wollen. Also HTTP. Punkt, voilà, Listen and Serve. Also quasi diese eine Zeile hier startet schon einen Webserver, der macht natürlich jetzt nichts. Und zwar startet er das hier auf Port 8080. Ich kann den Hostnamen weglassen, dann hört er einfach quasi auf allen Netzwerk-Interfaces auf Anfragen. Das Ganze, oh, ich muss einmal speichern. Man sieht hier, der hat eine Autovervollständigung. Also wenn er hier sieht, Ach, dass ich das Paket HTTP benutze, das ist ja geil. dann findet er automatisch den Importpfad. Hier sagt er mir jetzt, da fehlt noch der HTTP-Handler. Da kann ich nil eingeben. Steht das für null? Oder was ist null? Genau, also was in anderen Sprachen null ist, ist hier nil. Genau, Go hat eine Besonderheit, nämlich, ich glaube in dem Fall nicht, aber sonst häufiger. Also man hat hier diese Rückgabewerte, also diese Funktion hier gibt einen Error zurück, voilà. Den ich mir hier zuweisen kann. Also wenn es ein Error ist, weist man das normalerweise der Variable Error zu. Und kann dann mit if er ist nicht null abprüfen, ob da jetzt ein Fehler aufgetreten ist. Printf error. Ich kann quasi diesen Fehler hier einfach ausgeben. Hier hat er mir gleich das Format-Paket mit importiert. Dieses Konstrukt hier. Das sieht man sehr, sehr häufig in Go-Code. Also das werde ich ständig schreiben. Also Go hat zwar ein ähnliches Konzept wie Exceptions, die funktionieren ein bisschen anders. Gibt in fast allen anderen Sprachen das Konzept von Exceptions, wo man mit so einem Try-Catch-Block arbeitet. Wenn man hier dann Code schreibt und dann irgendwie Catch und kann dann hier den Fehler verarbeiten, also falls irgendein Fehler aufgetreten ist. Das macht man in Go nicht. Es ging theoretisch mit Panics, aber das wird nicht gemacht. Stattdessen geben die Funktionen immer einen Fehler zurück. Das hat den Nachteil, dass man immer so einen Block hier dahinter schreiben muss. Es hat den Vorteil, dass man immer sieht, ob irgendwas fehlschlagen kann. Werden die Also, dann nummeriert, wenn wenn ich du jetzt. mehrere hast? Oder wie, wenn die dann ausgegeben werden? Die Fehler? Oder wie meinst du? Ja, die Errors, die Fehler. Werden die dann haben, Also. wie kann man dann wissen, welcher wo ist? Achso, also normalerweise schreibt man dann halt dazu irgendwie Error in Server. Es gibt Tricks, wie man an diese Errors quasi noch eine Zeilennummer anfügen kann. Beziehungsweise es gibt auch ein neues Konzept mit Error Wrapping, wo man dann quasi sagt, okay, ich habe jetzt hier einen Fehler, der ist aufgetreten und will aber eigentlich einen übergeordneten Fehler ausgeben. Zum Beispiel, wenn man jetzt eine Config-Datei einlesen will und die Datei ist nicht da.
kommt vom Betriebssystem zurück, die Datei ist nicht da, aber man selber will eigentlich ausgeben, ja, hier Problem beim Lesen der Config oder so. Und dann kann man quasi diesen eingebetteten Fehler nochmal oder diesen Betriebssystemfehler nochmal in diesen größeren Fehler einbetten. Das braucht man aber meistens nicht so. Naja. Ja. Genau. Genau. Hier haben wir jetzt quasi diesen leeren Server. Mhm. Und können jetzt anfangen, den quasi mit ja, mit Funktionalität zu füllen. Ich werde dazu oder Route, ich werde dazu den Surfmux benutzen erstmal. Es kann sein, dass wir den nachher austauschen müssen. Der ist quasi wie eine Weiche. Der guckt sich den Pfad an von dem Request, von der Anfrage und ruft dann entsprechend diesem Pfad die entsprechende Funktion auf. Mhm. HTTP New Surfmux. Also Mux steht für Multiplexer. Mhm. Kenne ich auch aus der Videobearbeitung. Ja, genau. Und jetzt können wir sowas machen wie Handlefunk. Man kann immer in diesem Tooltip hier sehen, was er jetzt erwartet. Ja, HTTP Response Writer und HTTP Request. Nein, Request. So. Jetzt kann ich ihm hier sagen, zum Beispiel, wenn jetzt der Pfad, also wenn jetzt jemand eine Anfrage an https Doppelpunkt Doppelslash avavi.de/index stellt, dann wird diese Anfrage in dieser Funktion hier landen, die wir hier schreiben. Mhm. Und die können wir quasi beantworten. Zum Beispiel, indem wir, also wir bekommen hier zwei Parameter übergeben, einmal den Request selber, was uns der andere eben an Daten gegeben hat. Da können wir zum Beispiel Add Cookie. Genau, also diese Requests kann man theoretisch auch weiterschicken, deshalb kann man hier ein Cookie noch hinzufügen. Hier zum Beispiel den Request Buddy. Das sind quasi die Daten, die mitgeschickt wurden. Oder irgendwo müsste auch noch die URL sein. Mhm. Also was quasi derjenige dann eingegeben hat. Und der andere Parameter ist der Response Writer. Mit dem können wir quasi diese Anfrage beantworten. Wir können jetzt einfach sagen, write. Ist ein bisschen komisch, wie das jetzt erstmal aussieht. Oh ja. Hallo Welt. Dieses Byte hier, das sorgt dafür, dass quasi diese Zeichenkette in ein Byte-Array oder ein Byte-Slice, nennt sich das bei Go, umgewandelt wird, weil Write nur mit Bytes arbeitet und nicht mit Zeichenketten, nicht mit Strings. So, und das hier wäre jetzt schon ein fast funktionierender Server, jetzt ein funktionierender Server, den wir aufrufen könnten. Und zwar natürlich go run main. So, er gibt nichts aus. Er fragt mich allerdings, ob er aufs Netzwerk zugreifen darf. Und jetzt können wir ihm hier sagen, localhost 8080 index. Und jetzt sagt er Hallo Welt. Wenn wir jetzt nicht dieses Index machen, dann sagt er Page not found. Mhm. Also wenn der hat quasi automatisch dann so eine sag mal. Es lebt! Es lebt! Es lebt! Oh, genau. Du hast quasi gerade AFA 7 auf die Welt gebracht. Quasi, genau. Das Abschneiden der Nabelschnur wird nur sehr lange noch dauern. Ja, fürchte ich auch. Genau. Genau, so können wir quasi erstmal einfache Daten ausgeben. Mhm. Das ist ja quasi die Grund. Kannst du da jetzt nicht einfach den Embed-Code von Twitter reinmachen und dann läuft der Laden schon?
Von Twitch meinst du? Ja, oder Twitter, Theoretisch eins von ja. beiden. Theoretisch könnte ich jetzt hier einfach quasi statisch immer auf deinen Kanal irgendwie deinen Kanal reinmachen und dann würde das halt angezeigt werden. Also ich könnte jetzt hier HTML-Code einfach reinschreiben und der würde ausgegeben Das ist werden. doch gar nicht so uncool, wenn man. Es gibt doch einen Embed-Code für das Twitch-Ding. Es wäre doch schon mal nice, wenn wir heute dann danach, zumindest wenn man auf ava7.de geht, sehen würde, da ist das Twitch-Video. Der Kanal. Das können wir probieren. Okay. Können wir probieren, ob wir so weit kommen. Ich mach mal ganz kurz. Genau, also man kann hier HTML reingeben. So, es kann sein, dass es jetzt nicht macht. Ja, müssen natürlich neu starten. Das werde ich dann auch hinterher noch machen, dass wenn wir irgendwas an den Daten ändern, wenn die in extra Dateien liegen, dass er dann automatisch die neu lädt. So, weil das Ganze ist auch nicht interpretiert, sondern es wird quasi einmal vom Go-Compiler übersetzt in eine ausführbare Datei, in eine Exe-Datei und die wird dann ausgeführt, wenn ich dieses Run mit Eine angebe. Exe-Datei, ah, dann gibt es aber 7.de nur nur auf Windows. Oh Mann. Genau. Nein, also hinterher werde ich das für Linux übersetzen und dann auf den Server hochladen und dann sieht man das hier. Genau. Also wie man hier sieht, ich kann auch einfach HTML-Code reinschreiben, der wird dann schon ausgegeben. So. Das ist so der erste Streich. Was wir jetzt auf jeden Fall noch machen sollten, sind Templates zu laden und wahrscheinlich noch eine Config-Datei. Also Config-Datei einfach, um uns zu ermöglichen, bestimmte Sachen umzustellen, umzuschalten, ohne dass wir jedes Mal das Programm neu übersetzen müssen. Genau, also ich würde erstmal für die Templates quasi einen Ordner anlegen. Ja, also ich würde jetzt erstmal mit den Templates genau anfangen. Go hat eine Templating-Sprache, die genau für sowas gedacht ist. Was einfach Template. Ich glaube ParseGlob, genau. So. Der hat sogar automatisch uns das HTML-Template genommen. Es gibt noch eins für Text. Also man kann quasi auch Text-Templates damit anlegen. Genau, ParseGlob, Templates.//go.html. Sag mal, Dieses Gl hast du eigentlich eine Nvidia-Grafikkarte? Habe ich. Du könntest mal dieses Nvidia Broadcast runterladen und da dein Mikrofon zwischenschalten fürs nächste Mal. Dann haben wir das Rauschen weg. Okay, rauscht es? Ja, Entschuldigung. das ist kein Problem. Es fällt mir nur gerade auf und da ist mir die Idee gekommen, da dachte ich, sage ich es so schnell fürs nächste Mal, bevor ich es vergesse. Okay, ja, ich notiere mir das mal. Hoppala, nein. Aber Perfektion. Aber Perfektion. Ja. Nvidia Broadcast heißt es? Ja, Nvidia Broadcast. Jetzt geht's nicht, da musst du für neu starten dann, aber. Okay. Genau. Alles klar. Genau. Dieses ParseGlob hier, also dieses Template-Paket oder dieses Template-Library. Der kann man quasi einfach so einen Pfad angeben. Das Sternchen wird quasi durch alle Dateien ersetzt, die dieses Sternchen haben, die in dem Ordner sind, so rum. Also quasi alle, die diese Go-HTML-Erweiterung haben in dem Templates-Ordner. Und das Ganze hier ist nämlich dieses Klassische. Also es gibt quasi ein Template zurück. Hoppala. Und einen Fehler als zweiter Return-Wert. Template Error und wie immer das alte Spiel if
Error ist nicht null. Error loading templates. Und in dem Fall beende ich, weil ich quasi hier nicht weitermachen kann. Weil wir nachher auf diese Templates zugreifen wollen. Dann mache ich einfach OS Exit 1. Also ich könnte jetzt Return machen, dann würde er einfach normal beenden. Aber über dieses OS Exit 1 kann ich eventuell aufrufenden Skripten oder Programmen mitteilen, so hier ist irgendwas schiefgelaufen. Es ist einfach ein bisschen sauberer. Das kommt wiederum aus dem OS-Paket, das hat er sich jetzt gerade hier automatisch wieder importiert. Genau. Und was wir jetzt hier machen können, ist quasi sagen, voilà. So, tempel, so, execute template. So, und jetzt sagt er hier, er will irgendwo reinschreiben, also einen Writer, den haben wir ja zufällig hier schon, den Response Writer, also W. Dann will er einen Namen, da würde ich einfach Index HTML machen. Und Daten, da können wir jetzt gerade noch nichts übergeben. Das W steht für write, oder wie? Das W ist quasi der Parameter hier. Also diese, das ist ja eine Funktion, die wir hier quasi inline definieren, die zwei Parameter nimmt, einmal W und einmal R. Und dieser W ist ein ist vom Typ HTTP Response Writer. Und dieser Response Writer wiederum implementiert mit dieser Funktion okay, hier hab's verstanden. Ich brauche permanent Writer. Eingeblendete Boxen, damit ich mitkomme. Aber es ist gut. Ja, alles gut, alles gut. Wenn ich zu schnell durchgehe, sag das ruhig. Genau. Und was quasi dieses Execute Template haben will, ist, dass wir ihm als ersten Parameter irgendwas übergeben, was auch dieses Write hat. Also der ist gar nicht darauf fixiert, dass es hier ein HTTP-Response-Writer ist. Das könnte auch eine Datei sein. Also wir könnten quasi das Ergebnis auch einfach in eine Datei schreiben oder in ein Netzwerk, irgendwie übers Netzwerk übertragen oder sowas. Aber in dem Fall wollen wir das quasi hier einfach zurückgeben. Und der hier gibt wie immer einen Fehler zurück. Das heißt, wir prüfen hier Error, if error ist nicht null, print. Wir können das erstmal einfach nur uns ausgeben. Error, while Handle Funk. Executing template. For index zum Beispiel. Error, okay. So, jetzt meckert er hier unten, sieht man immer an im Main Go, an dieser gekringelten Linie. Und zwar ein sagt er jetzt hier Problem. No Peak Problem. Also er findet keine neuen Variablen auf der linken Seite von Doppelpunkt gleich. Es gibt zwei verschiedene Zuweisungen in Go. Also einmal dieses Doppelpunkt gleich und einmal das einfache gleich. Wenn man das Doppelpunkt gleich nimmt, dann wird auf der linken Seite neu initialisiert. Das heißt, ich könnte jetzt hier Number machen, ist 3. Und quasi ohne, dass diese Variable hier vorher definiert wurde, wird automatisch aus dem was zugewiesen wird, abgeleitet, was das jetzt für einen Typ haben soll, nämlich Integer, also Ganzzahl. Gleich im gleichen Schritt quasi auch der Wert zugewiesen. Oh, das ist natürlich einfach eine schon schnelle. Clever auch, ja. Genau, das haben wir hier oben auch gemacht. Ist quasi eine schnelle Möglichkeit, so eine Variable zu definieren,
ohne oder zu dimensionieren, ohne dass wir uns erstmal überlegen müssen, ah, hier, das ist irgendwie ein Surfmax, welcher Typ ist das jetzt denn jetzt genau und so. Wir können es einfach zuweisen und dann benutzen. Was wäre eine Alternative? Also was, wofür, wo funktioniert dieses Prinzip noch bei Nummern und wo wäre das noch einzusetzen? Quasi für alle Variablen, die man zuweisen kann. Für alle Zuweisungen. Was Also zum wäre was Beispiel anderes hier außer kommt ja Nummern? das. Achso, Zeichenketten oder in dem Fall hier eine Struktur. Oder besser gesagt, ein Zeiger auf eine Struktur. Würde Mit man das für Strukturen werden wir Fonts gleich auch zum noch Beispiel auch arbeiten. nutzen? Wenn man den Font jetzt hier wirklich reinladen würde, ja, Okay. dann könnte man es dafür benutzen. In dem Fall, also wir arbeiten ja quasi erstmal eine Stufe weiter unten. Wir liefern ja diese Dateien aus, aber selber die Fonts zum Beispiel werden ja nicht selber interpretiert oder benutzt. Genau. Das andere, was man noch sehen kann hier, also hier, das hier ist eine eigene Funktion. Und trotzdem greifen wir auf Tempel, was hier außerhalb definiert wurde, zu. Die ist ja eigentlich abgeschlossen. Das Ganze nennt sich Closure oder Funktionsabschluss, bei dem quasi eine Funktion, die innerhalb von einer anderen Funktion, nämlich von Main hier definiert wurde, auf die Variablen von außen zugreifen kann. Das erleichtert uns sowas hier einfach, sonst müssten wir quasi jedes Mal Das wieder hier reinmachen, ja. das wieder initialisieren, was ja auch aufwendig ist. Und so können wir es einmal laden, haben das dann hier in der Variable und können trotzdem hier drinnen drauf zugreifen. So, wenn wir das jetzt ausführen, dann werden wir höchstwahrscheinlich einen Fehler bekommen. Oh, sowas zeigst du. So ein Zack. trauriger kleiner Globuli da unten. Genau. Und ach so, er hat sogar gar nicht mal gestartet, weil keine Dateien da drinne waren in dieser Datei, in diesem Ordner. Das sollten wir natürlich schleunigst ändern. Go HTML. So. The Marketplace has Extensions. Schön. Tja, das ist clevere Software. Ich benutze hier Visual Studio Code, genau. Kostenlos und eigentlich ganz gut. Leider manchmal ein bisschen träge. Ja. Auf was für einem Rechner? Einem selbstgeschraubten i5 uralt Rechner mit GeForce 89 Ti Ja, wahrscheinlich ein Haswell, ne? und Oder ein 16 GB Skylake RAM. oder was? Irgendwas. Was war denn vor Haswell? Ivy Bridge? Ivy Ich glaube Lake? Ivy Bridge, Ivy ja. Lake, ja. Oder Ivy Lake, ja. Also uralt. Naja, schon noch vollkommen okay. Dankeschön. Sind halt vier Kerne. Ohne Genau. irgendwas. Ohne Hyperthreading. irgendwelches Hyperthreading oder ja. Genau, und Aber jetzt dann können wir könntest du, hier sorry, HTML-Code schreiben. dass ich das sagen muss, aber du könntest den ja super upgraden. Der i7, da läuft zum Beispiel der Haswell ja auch drauf auf deinem Mainboard dran, wenn du da dir den i7 holst. Okay. Dann ist das Ach ein so, absolut. läuft der auch Ja, drauf? genau. Also du, normalerweise müsstest du nur ein Ah. BIOS-Update machen, dann kannst du den Haswell drauf machen. Das war die gleiche Oh. Chipform. Und wenn du da dann den i7 nimmst, hast du direkt 8 Kerne. Ha. Oder ich könnte, was ja mein lang ersehntes Ziel ist, einfach Threads. auf einen schicken Ryzen so Threadripper Klar, upgraden. das geht immer alles. Ja, klar. Genau. Jetzt sind wir in HTML. So. Jetzt sind wir in HTML. Jetzt verstehe ich Ich mehr. kann ihm auch mal sagen, dass er das erstmal als HTML interpretieren soll. Ja, du hast da. So. Ja, jetzt i5 auf sollte Threadripper. ich auch Kleine gehen. Schritte kann ja jeder. Ne, es ist tatsächlich so, guck mal, den i5 würdest du jetzt wahrscheinlich für 70 € noch loswerden und könntest dir für 100 den i7 holen und hast halt mal eben deine Leistung fast Ja, okay. verdoppelt. Ja.
Ja, aber Was hast du für einen ich Kühler will ins drauf? Ist das Threadripper. nervig? Ich habe den Boxed-Kühler drauf. Na, dann ist es ja erst recht nicht nervig. Ja. Die gehen ja super schnell ab. Das stimmt. So, jetzt kann man hier Head und Body reinmachen. Da können wir jetzt mal einfach nur den Titel Ich definieren. Da sind ja noch ganz viele Attribute, die man irgendwie machen könnte. Ja, bitte. erkläre vielleicht im Hintergrund, warum ich da jetzt so eine starke Meinung hatte, weil es ist genau das, was ich gemacht habe und das ist der Rechner, auf dem wir übrigens gerade gespielt haben. Das war der, da Ah. hatte ich auch genau den gleichen Ivy-Dingsbums Okay. Prozessor drin und habe dann halt auf Haswell geupgradet und den i7 reingehauen und jetzt haut der mal eben hier drei Ah, spannend. 1440p Screens mit einer Vega noch vollkommen ordentlich. Also das Spiel lief ja Ja, total problemlos. und bei mir ruckelt der Flugsimulator, ja. Müsste ich mal überlegen, stimmt. So, jetzt, genau, wir bauen ja hier eigentlich ein Template. Ich mach mal die schönen Einrückungen hier. Genau, das ist für So mich der auch wichtig, Geiz. sonst steige ich später nicht mehr durch. Genau. So, jetzt können wir hier zum Beispiel, können wir eine Überschrift machen. A1. Also ist ja erstmal nur sehr grob dieses Format. Ich hatte hier auch noch die Index, die quasi gerade auf dem Server liegt, Mit wo dem ich guten, mit der die guten Font, ja, super. mit dem guten Font, genau. Und dann kopiere ich mal den Style hier rüber. Kompletten Style, bitte. So. Nein, so. Kann ich das hier noch reinmachen? So. Genau, dann muss man hier mal gucken, wie quasi letztendlich dann der Pfad ist zu den Fonts. Aber da kann man sich später noch Gedanken zu machen. Ich habe in einem Monat vermutlich einen Ryzen 3900 übrig, falls du dich auch mit weniger begnügst. Ah, Tja, das ist natürlich, klingt natürlich gut. das ist der, der in meinem großen Rechner ist, den ich gerade erst neu eingebaut habe. Der reicht für alles. Was willst du denn dafür, Bob? So, jetzt Könnte können wir auf hier zum Discord Beispiel ausgehen. sagen Index. Sonst überbietet dich noch jemand, Kiste der das jetzt Bier. mithört. Stimmt. Jetzt, genau. Eine Kiste Bier, das kriege ich hin. Genau, jetzt könnte man hier zum Beispiel sagen, hier ist als Index quasi, als Überschrift ist Index, dann kann man hier irgendwie einen Absatz machen. Irgendwie Summary und dann irgendwie, keine Ahnung, Content, Content, Content. Es geht ja immer um Content. Das würde das Ganze aber ja quasi exakt wie das wie eine HTML-Datei machen. Deshalb können wir auch Platzhalter einfügen. Und zwar Ja, also das hier sieht ja jetzt fast, quasi überall. das hier sieht ja jetzt fast noch genauso aus wie 1999, als ich noch eine Homepage gebaut habe. Genau. Da hat sich ja nichts verändert. Und wir wollen die Inhalte ja irgendwie dynamisch reinladen. Und was wir deswegen zum Beispiel machen können, ist mit diesen doppelten geschweiften Klammern Platzhalter rein. Zum Beispiel Title. Hier auch. Title und dann. Ja. So. Summary. Und natürlich, last but not least, Content. Content ist wichtig. Muss da ein Punkt in dem Platzhalter sein? Ist das persönliche Präferenz? In dem Fall muss ein Punkt drinne sein. Und zwar, dieser Punkt bezieht sich immer auf die Daten, die wir diesem Template übergeben. Und wir teilen quasi diesen Punkt in Unterpunkte auf. Also wir könnten auch einfach nur den Punkt machen.
Dann würde er quasi, was immer wir ihm übergeben, da genau da einfügen. Snark. Ich kann das gleich mal zeigen, wieso ich auch diese Namen hier vergebe. Und zwar, wir haben ja hier dieses Template ausgeführt und hier hinten nil übergeben. Und wenn man sich die Dokumentation davon anschaut, dann ist das genau das Data, der Data-Parameter. Typ leeres Interface, das ist in Go ein Platzhalter für quasi beliebige Daten, die wir da übergeben können. Und jetzt können wir quasi hier sagen, also wir definieren uns dann ein Struct für, type index data zum Beispiel, Struct. Voilà. Und können jetzt hier title String sagen und summary String und Ganz viel Content String. String, das ist ja super. Ganz viel String, also ganz viele Zeichenketten. Wir könnten auch so zum Beispiel Sachen machen wie created on und quasi hier einen Zeitstempel mit Das ist übergeben. gut, finde ich gut. Oder auch Zahlen natürlich reinmachen. Wir können sogar Listen machen. Das werden wir auch später dann machen. Zum Beispiel Ja. dann irgendwie Articles. Dann können wir hier eine Liste, ja, quasi eine Liste von Artikeln übergeben und können quasi im Template dann sagen, wie die aussehen sollen. Ich mache das gerade mal kurz nochmal raus. Genau, wir haben jetzt Index-Data, die können wir hier initialisieren. Können jetzt sagen, ID für Index-Data. Wir haben quasi hier wieder diesen Namen, diesen Rückgriff auf den Datentyp und diese geschweiften Klammern erlauben uns quasi diesen Datentyp jetzt zu initialisieren. Wir könnten einfach nur geschweifte Klammer auf, geschweifte Klammer zumachen. Dann wär quasi hier Titel leer, Summary leer und Content leer. Oder wir können ihm quasi sagen, füll das mal. Title, Index. Und Summary, bla bla. Und Content, Text, 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 Für Text, Programmierer Text. ist das, was ich mache, immer das, was du gerade eingegeben hast. Wahrscheinlich, wahrscheinlich, genau. Da sehe ich ja, was ihr von mir haltet. Ich mache nur bla bla und Text, 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 Text. Na klar, und hinten fällt dann ein Video raus, das irgendwie gut aussieht. Das ist Magie. So, jetzt sagt er hier schon, Achtung, dieses ID wird zwar hier initialisiert, aber nie benutzt. Und das übergeben wir jetzt einfach hier. Wobei, wir können es auch einfach Data nennen, dann ist es ein bisschen klarer. Data. So, was wir jetzt quasi machen, ist, wir bauen uns hier eine Struktur. Übergeben die in dieses Template und dieses Template fügt, was wir hier jeweils reingemacht haben, immer in das Punkt Title, Punkt Summary und Punkt Content ein. So, hier. Server läuft. Und jetzt. Zack. Index, bla bla, Text, 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 Text. Und hier oben hat er auch nochmal den Index gemacht im Titel. So. Und quasi aus diesem Zusammenspiel zwischen dieser Handler-Funktion und einem entsprechenden Template basiert quasi dann am Ende die komplette Webseite. Also ja. Die Daten, die wir hier dann einfügen, kommen aus der Datenbank. Und werden dann quasi von Go auf Anfrage hin eingefügt. Wenn wir dann irgendwie merken, dass es vielleicht zu aufwendig ist, weil die Datenbank langsam ist oder sowas, dann können wir das sogar noch cachen. Also wir müssen hier ja nicht direkt in diese Antwort reinschreiben. Wir können quasi auch erst nur in den Puffer reinschreiben und den wegspeichern, wenn quasi nochmal eine Anfrage kommt zu genau den gleichen Daten, dann geben wir einfach nur das zurück, was wir jetzt gerade zwischengespeichert haben.
Genau. So. Okay, jetzt verstehe ich auch, was du meinst mit Homepage mit Go. Im Endeffekt ist es ein Framework mit Go. Genau, es ist ein Web-Framework, das wir in Go schreiben und die eigentliche Webseite ist natürlich HTML. Anders kriegen wir das nicht hin. Kann man überhaupt Webseiten anders schreiben als in HTML? Ja, es gibt doch jetzt irgendwie WebAssembly Ja. und was war es denn noch? WebGL, glaube ich. Allerdings, dann hast du immer noch ein bisschen HTML dabei. Kann ich da kurz was einwerfen? Ja, klar. Ja. Werfen Sie. Also was mittlerweile durchaus auch passiert, ist, dass Webseiten komplett dynamisch im Client per JavaScript gerendert werden. Wobei das JavaScript hier letztendlich auch nur HTML erzeugt, aber immer auf Client-Seite und nicht wie das hier macht auf dem Server. Ja, stimmt. Cool. Ja, bin ich insgesamt etwas skeptisch bei diesen JavaScript-Dingern, aber das ist, glaube ich, nur persönliche Präferenz. Also Minecraft spiele ich immer noch auf JavaScript. Das spielst du hoffentlich auf Java und nicht auf Ach so, stimmt, JavaScript. ja klar. Arke. Ja. Ein Clip, der es nie in die Highlights schaffen wird. Oh, den hinterlege ich fest. Den kannst du dann nicht wegmachen. Gebe denn, du bist ja nicht alleine. Und das hat nichts Also mit da dumm ist zu tun, sondern einfach, wir haben andere Expertisen. ja. Also da ist Michi schon mal Genau. auf jeden Fall qualifiziert als Personalabteilungsmensch. Siehst du? Stimmt, Super. stimmt. Das gibt es auch immer wieder, irgendwelche Stellenanzeigen, so Java, auch genannt JavaScript, wie Ach für echt? diese Oh Gott. Stelle. Ja, das gab es Oh schon Mann. einige Male. Und das ist, glaube ich, Ja, unter aber den Fehler Programmierern auch mache ich halt inzwischen nur so ein Running einmal. Gag. Und dann, das ist doch super. Jetzt habe ich, den brauche ich nicht wieder machen, den Fehler. Ja, sehr gut. Sehr gut. Wie über diese Bumps da zu erfahren. Genau. Na gut, das könnte noch mal passieren. Genau. Man sieht hier immer, der Editor unterkringelt mir immer sowas hier, weil er sagt, Exporter Type Index Data should have comment. Also ich kann quasi hier einen Kommentar machen. Mach doch mal einen Kommentar. Index Data contains the content for the index page. Und dann geht es weg. Der sagt hier, das ist exportiert, weil das I groß geschrieben ist. Das ist so eine Eigenheit von Go. Wenn du einen Datentyp zum Beispiel definierst, alles, was groß geschrieben ist, kann außerhalb des gleichen Pakets zugegriffen werden. Alles, was klein geschrieben wird, nur innerhalb des gleichen Pakets. Das heißt, wenn ich jetzt hier Hallo Int machen würde, also Integer, dann könnte nur innerhalb von dem Package Main drauf zugegriffen werden. Und wenn du es groß Keine Ahnung. schreibst, ist es überall. Genau, wenn ich es groß schreibe, ist es überall. Wow. Jetzt ist zum Beispiel, dieses Template ist ja ein anderes Paket und es greift drauf zu. Das heißt, ich kann jetzt hier diesen Title zum Beispiel nicht klein schreiben. Also selbst wenn ich das hier ändere. Oh, sagt er mir schon. Noxa. Ah ne, Moment. Nee, sagt er mir nicht. Ja, Noxa ist mein Name auf GitHub. Selbst wenn ich das hier dann anders Auf schreibe, Only so. Friends. Na klar. Mute Programming. So, Mir dann fällt noch was sagt er ein. hier, also man sieht schon, dass hier irgendwie was nicht stimmt, weil er quasi Er hört nur bis zu auf. diesem Ja. Titel kommt Ja. und sagt jetzt hier can't evaluate field type oder field title. Selbst wenn ich das hier klein benenne, also das hat er jetzt einfach nur nicht gefunden. Aber ja. Selbst dann kommt er nicht weiter, weil quasi der Zugriff, den er da versucht, ist nicht gestattet von Go.
quasi so ein kleines, kleiner Schutz. Naja. So. Sieht für mich einfach wie ein Fehler aus, aber ist wahrscheinlich auch ein Schutz, aber. Ja, es ist, also dieser Fehler wurde halt ausgelöst dadurch, dass dieser Go-Schutz quasi an ist oder dieser Go-Schutz eingegriffen hat. So kann man quasi verhindern, dass, also wenn ich jetzt nicht eine Webseite hier bauen würde, sondern eine Programmbibliothek und andere Leute sollen die benutzen, dann kann ich quasi verhindern, dass die auf bestimmte Sachen innerhalb dieser Bibliothek zugreifen können. Und so zum Beispiel verhindern, dass die Leute irgendwas, was ich mir zwischengespeichert habe, überschreiben und dann das ganze Ding abstürzt oder so. Nice. Da ist es wirklich dann Sicherheit, Genau. das ist gut. Genau, da ist so, also es gibt natürlich irgendwie, wenn der Programmierer am gleichen Rechner sitzt, kann er natürlich dann irgendwie noch auf den Speicher direkt zugreifen und versuchen, da irgendwas rauszufinden. Aber das ist jetzt das ist quasi nicht die Idee davon, sondern quasi so eine Zugriffskontrolle, dass Programmierer sich dann nicht ins Knie schießen, wenn sie irgendwie was benutzen wollen. Genau. Das gilt sowohl hier für diese Attribute in Structs, also in Strukturen, als auch für die Bezeichner selber. Also wenn ich quasi auf Paketebene hier so einen Typ definiert habe, und der fängt mit einem großen I an, dann ist der exportiert. Gleiches, wenn ich eine Funktion habe. Also Funktion Hallo, die wäre jetzt nicht exportiert, aber die wäre exportiert. Da muss man sich ein bisschen dran gewöhnen bei Go. Das sieht auch am Anfang dann ein bisschen komisch aus, wenn diese ganzen Attribute hier dann immer groß geschrieben sind, aber Wir müssen das ja jetzt ja. nicht machen, du hast ja gesagt, das schaffen wir wahrscheinlich nicht, aber wenn man jetzt diesen Twitch-Embed-Kram über die API oder so wie auch immer abfragen wollen würde und einbauen wollen würde, wäre das dann auch sowas? Würde man dann so ein String dazu machen oder? Also wahrscheinlich würde ich das quasi, also ich das werde ich auch gleich noch machen. Ich werde quasi diese Funktion hier ein bisschen rausziehen in ein eigenes Paket und da würde ich das dann wahrscheinlich einfach definieren als, also entweder als Template, wahrscheinlich sogar als Template. Oder quasi hier als konstanten String Twitch Embed. Und dann könnte man quasi hier den HTML-Code hinterlegen und das dann quasi einfach auf Anfrage, wenn du gerade streamst, einbauen. De facto ist es besser, Verzeihung. Ich parse ja hier quasi alles, was Sternchen.go.html hat. Das heißt, ich kann hier auch einfach weitere Templates hinzufügen. Unter anderem eben zum Beispiel Twitch Live. Mal wieder, das ist HTML. Und kann quasi hier dann einfach nur diese Einbettung reinbauen. Und dann kann ich in Index einfach hier zum Beispiel unter dem Titel sagen, Template Twitch Live Go HTML. Und dann wird er quasi, was in diesem Twitch Live Go HTML drinne ist, hier einfügen. Das heißt, das kann man dann quasi alles über diese Webseite hier abfangen. Dann kann Cool. man sogar so weit gehen, dass man da dann wiederum Daten übergibt, irgendwie die Twitch-URL oder so. Und quasi dem dann wiederum ja, die URL zu deinem Twitch-Account gibt und dann Die Zugangsdaten und den wird das Stream entsprechend Key eingefügt. zu deinen Twitch-Sachen Genau. gibt, um dann selber Genau. online Ge zu gehen. Ja, das ist alles nur eine geschickte Falle, damit ich an deine Keys komme und dann mache ich mich selbstständig. Das wird nicht funktionieren. Noch eine
Eine kurze Zwischenfrage oder worauf man vielleicht mal eingehen sollte, falls das nicht schon passiert ist, ich war leider 5 Minuten mal akustisch kurz weg, wenn mein Server quasi läuft und ich etwas an diesen GoHTML-Dateien ändert, sind die Änderungen dann sofort sichtbar oder muss ich den Server neu starten? Nein. Genau, also das wollte ich auch noch einbauen dann. Du musst den Server neu starten, also die werden quasi beim Start einmal hier geparst und dann werden diese Dateien selber nicht mehr angefasst danach. Was man allerdings machen kann, also dieses Parsen, das kann man immer wieder machen. Man kann und über eine bestimmte Bibliothek, Programmbibliothek, kann man auch abfragen, ob sich Daten geändert haben. Also quasi, sobald man dann die Templates abspeichert, würde er sie dann automatisch neu laden und benutzt ab dem Zeitpunkt quasi die neuen. Mhm. Genau, das kann man dann gucken. Ja. Golang, iNotify. Das ist, glaube ich. FS Notify, genau. Ich bin sofort wieder da. Und da war er weg. Oh. Genau. Und das ermöglicht einem quasi eine Datei zu überwachen. Man kann sich dann hier hier genau, man kriegt dann diese Watcher-Events und kann dann quasi darauf reagieren und eben zum Beispiel die Templates neu laden. Da möchte ich noch kurz ergänzen, iNotify ist tatsächlich ein Programm unter Linux, das diese Funktion bereitstellt. Also dann müsste man nochmal gucken, ob das tatsächlich automatisch verfügbar ist auf dem Server aktuell. Und kleines Detail am Rande, golem.de setzt sehr intensiv auf iNotify bei der Publikation von Artikeln. Mhm. Ja, also iNotify, also das ist ein Tool unter Linux, es ist aber auch eine API. Also das ist auch Teil von den Dateisystemen Interfaces von Linux. Also das greift quasi direkt auf diese Interfaces zu. Kann man, glaube ich, sogar in Unix sehen. Hier, iNotify. Das sind quasi hier Syscalls, die wirklich in Linux direkt reingehen. Wie benutzt ihr das denn bei Golem? Oder habt das benutzt oder benutzt das noch? Wir benutzen das tatsächlich noch. Also das Golem CMS funktioniert an sich so, dass quasi auf allen Server das CMS läuft. Wenn ich dort sage, bitte publiziere mir einen Artikel, beziehungsweise ich ändere einen bestehenden Artikel, wird das halt der Artikel als Datei rausgerendert und auf der quasi auf der Festplatte, so sage ich mal, übertragen, abgelegt. Eigentlich ist es ein NAS. Und über iNotify kriegt das halt mit, okay, Datei geändert, Datei neu und schiebt das dann auf die Frontend-WWW-Server drauf. Ah, okay, ja, clever. Ja. Du, das sind die cleversten. Der Sören und der Alex. Hallo, genau. Pascal. Der Pascal. Hallo. Moin, moin. Genau, also kann es gerade nochmal zeigen. Also es ist diese Programmbibliothek, FS Notify, die abstrahiert diese ganzen verschiedenen Bibliotheken oder die ganzen verschiedenen Funktionalitäten unter den verschiedenen Betriebssystemen. Mhm. Und zwar, also unter Linux wird er dann iNotify benutzen. Und was der quasi macht, also man sagt ihm, überwach mal hier zum Beispiel, überwach mal diese Datei. Okay, und Pascal. Wenn irgendwas passiert, einfach Pascal, okay. Wenn irgendwas passiert, dann wird hier so ein Event ausgelöst. Und dann kann ich quasi prüfen, so, was ist denn passiert? Ah, irgendwie
Also irgendwie die Datei wurde geschrieben zum Beispiel. Und dann kann ich diese Templates neu laden. Genau. Wie du immer Das zwischen Ganze. dem Visual-Ding rumdrehst. Kannst dich nicht entscheiden. Entertainment oder Arbeit? Nee. Ja. Schlimm, schlimm, schlimm. So. Hier war, hatte ich das alles schon geändert? Wieder Title, Title, ja. Genau. Jetzt geht's, das wird wahrscheinlich auch das Letzte, was ich dann heute noch mache. Jetzt geht's darum, diese Handler. Also es ist ja nur ein Handler Wenn ich bisher, mich für ein Rennen diese registrieren soll, Handler-Funktion. dann musst du sagen. Das muss ich innerhalb der nächsten 2 Minuten machen. 17 Uhr wäre Das das. wird vielleicht ein bisschen knapp. Ja, Du dann kannst es lassen wir mal das. versuchen. Na gut. Also das hier, das ist ja quasi jetzt alles in einer einzelnen Datei und die wird sehr, sehr schnell unübersichtlich. Man sieht es auch schon so ein bisschen so irgendwie, was macht jetzt genau dieser Code hier und wo hört der auf und was wird eigentlich hier initialisiert? Stattdessen teilt man es dann halt auf in verschiedene Pakete. Ich mache jetzt mal ein Handlers-Paket. So, und jetzt haben wir wieder. Balla. Diese Klammern sollen da nicht hin. Jetzt haben wir quasi ein zweites Paket gebaut, namens Handlers. Das ist kein Main. Das heißt, wir haben auch keine Funktion Main oder sowas, sondern können quasi beliebig erstmal reinschreiben, was wir wollen. Und was ich jetzt einfach mal reinschreibe, ist ein Struct, also eine Struktur. In diesem Struct hier werden wir nachher oder wahrscheinlich beim zweiten Termin dann unter anderem diese Templates ablegen und die Verbindung zur Datenbank, die ja auch eine Datenstruktur ist letztendlich. Und an dieses Struct heften wir jetzt Funktionen. Ah. Und zwar zum Beispiel Handle Index. Voilà. So. Und dieses Handle Index, das wird exakt das hier. Das wird quasi Das hier gleiche wieder. rausgenommen. Ach, rausgenommen sogar. Krass, okay. Genau. Das wird rausgenommen. So, und hier reingefügt. Das beschwert sich jetzt gleich, dass hier natürlich Template und Index Data nicht findet. Das können wir gleich mit rüberziehen. Also du lagerst das quasi gerade aus. Das ist Genau, ich naja, lagere verstehe. das jetzt alles aus in eine eigene Datei. So, jetzt haben wir noch das Problem, dass dieses Template natürlich hier drin ist. Wir können hier einfach sagen, Template.template. So, hat er das Richtige genommen? Nein, hat er nicht. HTML. Das ist ein bisschen verwirrend. Unter Go gibt es halt beide Pakete und da kommt man schnell durcheinander. Das mache ich auch groß. So, und jetzt kann der hier auf h.tempel zugreifen. Und zwar, was hier passiert ist, hier vorne, das ist ein sogenannter Receiver, der sorgt dafür, dass dieses Handle-Index jetzt an dieses H angedockt ist. Das heißt, jedes Mal, wenn das aufgerufen wird, hat es automatisch Zugriff auf sein H. Das heißt, wenn wir diesem H das Template hier übergeben, dann hat, egal von wo oder wie dieses Handle aufgerufen wird, hat es Zugriff drauf. Auf genau dieses eine Template. Das heißt, wir können jetzt hier, nachdem wir das geladen haben, initialisieren wir hier ein neues H. Handlers.h. So, jetzt hat er automatisch erkannt, dass ich wahrscheinlich mein eigenes Handlers meine. Und können jetzt hier Tempel übergeben.
Das ist so eine Eigenheit an Go, da muss immer ein Komma dahinter, wenn eine neue Zeile folgt, selbst wenn keine anderen Sachen da danach kommen. Genau, und jetzt können wir auf dem H die Handle Index benutzen. Was jetzt quasi passiert ist, wir definieren uns so ein Handler, so eine Handlerstruktur, initialisieren die mit dem Template und jetzt haben wir Zugriff auf dieses Handle Index. Und das können wir quasi wie gehabt der Handle Func übergeben. Nein. So. Dieses Ding. Genau. Und jetzt Index. rendert er hier wieder den Index. Hier rendert er irgendwie nicht weiter. Wahrscheinlich fehlt ihm. Ach, er kann wahrscheinlich das Template nicht einbinden gerade. Ist okay. Und rausnehmen. So. Und jetzt können wir quasi, dadurch, dass wir das hier so ein bisschen weggebunkert haben, können wir das ein bisschen, also ein bisschen besser managen. Wir können jetzt zum Beispiel eine Methode, also diese Funktionen hier, wenn die angedockt sind, nennen die sich Methoden, eine Methode schreiben. Reload Templates. Und dann soll man hier diesen Pfad wieder angeben. Und dann können wir Oh, jetzt hast du ganz viel quasi unterkringelt. das hier, ja, weil ich da immer keine Kommentare habe und die groß geschrieben sind. Ah ja. Sagt er, willst du da nicht einen Kommentar schreiben? Dann kann derjenige, der es benutzt, dem kann man quasi so einen kleinen Text mitgeben, was da Verstehe, jetzt am Ende passiert. ist das ganze Ding gelb. Am Ende schreibe ich noch ein paar Kommentare. Klapp, Paar so. doofe Kommentare, dann Und, müsste das eingefügt werden, was ich hier mal abgebe. na, ist doch gut, ist doch gut. So, und jetzt kann ich ihm einfach sagen, ha, jetzt soll er ein H-Tempel reinschreiben. Und das existiert natürlich schon. Das ist die andere Möglichkeit, wie man eine Variable definiert. Man schreibt var davor für Das Variable, kenne ich, ja. dann den Namen und dann den Datentyp, in dem Fall Error. Und dann gibt es hier keine neuen Sachen mehr. Das ist so ein bisschen blöd. Man kann, selbst wenn es eine neue Variable ist, wenn die erste oder eine davor quasi schon existiert, so, dann kann man dieses Doppelpunkt gleich nicht benutzen. Ein bisschen unschön. Und jetzt return error. So, und jetzt können wir quasi im laufenden Betrieb diese Templates neu laden. Weil das Lösen wir noch nicht aus, aber das ist ja wichtig ist für quasi später, damit angelegt. das dynamisch ist. Genau, dass wir quasi einfach Änderungen machen können. Also das sind jetzt aber nur manuelle Änderungen. Also wenn wir manuell dann diese Dateien ändern, lädt er sie automatisch neu. Das ist quasi das Ziel. Und die werden dann automatisch neu benutzt und der Server läuft weiter. Der Es Server gibt läuft. allerdings ein... Der Server läuft, genau. Es gibt allerdings ein Problem damit. Oh. Und zwar dieses Handle Index, das kann theoretisch unendlich quasi unendlich oft parallel aufgerufen werden. Also wenn halt fünf Anfragen parallel reingehen, dann werden auch fünf Anfragen wird quasi diese Funktion auch fünfmal gestartet und läuft gleichzeitig ab. Das heißt, wenn wir während die läuft hier einfach diese Templates neu laden, dann können die sich ins Gehege kommen. Dann kann es halt sein, dass er gerade in dem Moment hier auf dieses Hard.Tempel zugreift, indem wir das überschreiben und dann liest er irgendwie falsch und dann geht alles kaputt.
Das klingt Also schlecht. dann hört man so einen Knall und dann ist das Rechenzentrum Dann kaputt. ist Hetzner der Geschichte. Ganz so schlimm nicht. Genau. Stattdessen müssen wir uns quasi kurz absichern. Das können wir mit einem Mutex machen. Der wird in Go einfach immer M genannt. Ist ein Sync.mutex. So ein Mutex kann man quasi eine Log-Funktion aufrufen. Also H.M. Das ist ja in H drinne. Punkt Log. Das sperrt quasi diesen Mutex. Das heißt, wenn jetzt jemand versucht, Log aufzurufen, wird der so lange blockiert, bis ich hier H.M.unlock aufrufe. Und dann erst kommt der nächste rein. Das heißt, ich kann mich hier absichern, und zwar, indem ich mir eine Kopie von Klar. diesem Template anlege. So. Und natürlich auch auf diese Kopie zugreife. So, und was jetzt quasi passiert Ist ist, Temmel richtig oder ich muss das sperre mir anders das ganz geschrieben kurz. werden? Das ist die zwei, Das muss anders 24. geschrieben werden. Okay. In 24 ist es auch. Ja. Also, da das beides mal falsch geschrieben war, wäre es auch gegangen, aber so ist natürlich sauberer. Und was wir hier quasi machen, ist genau das Gleiche. In dem Moment, also wir schreiben dann hier erstmal in eine Variable rein, sperren uns das, h.m.log, überschreiben schnell das Template, h.m.unlock. So. Wobei man jetzt natürlich noch gucken könnte, wenn das hier schief läuft, dann sollte man vielleicht vorher abbrechen. If error ist nicht nil, return error. Nicht mal hier return nil. So. Und so kann man sich quasi so ein bisschen absichern. Also Aber auch noch nicht dieser komplett, ne? Zeitpunkt, in dem das. Was ist denn, wenn so, also ist das eine komplette Absicherung? Sind diese Kopien dann immer wieder drin? Oder werden die unendlich Ja, oft also diese erstellt? Kopie wird, genau, also diese Kopie wird quasi immer gemacht, wenn diese Funktion hier startet. Das ist quasi jedes Mal, wenn das aufgerufen wird, Und dadurch sperrt können er sie sich sich auch nie kurz. ins Gehege kommen, weil es unendlich viele Kopien geben kann. Genau, also diese Kopie bezieht sich auf einen Pointer hier. Das heißt, das ist nur ein Zeiger auf den Speicherbereich. Und es wird quasi, werden gar nicht viele Daten kopiert, sondern eigentlich nur 8 Byte. Aber quasi, wenn wir was ändern, und das ist immer das Problem, wenn jemand was ändert, während andere Leute gerade lesen davon, das haben wir quasi ausgeschlossen, weil wir wissen auf jeden Fall, wenn wir das hier ausführen, dann greift gerade kein anderer genau auf diese Variable hier zu. Also quasi auf diesen Pointer. Und wir schreiben einfach nur ganz schnell den neuen Pointer rein und dann ist gut. Dann ab diesem Zeitpunkt werden alle anderen auf die aktualisierte Version zugreifen. Alles klar, habe ich Genau. verstanden. Sehr schön. Genau, und jetzt könnte man hier halt zum Beispiel sagen, A Punkt, oder? Na, irgendwie, manchmal mag das nicht. A Punkt Reload Templates. Und müsste natürlich dann wieder das hier übergeben. Und könnte ihm dadurch quasi, man könnte zum Beispiel so eine Geschichte machen, dass man alle 30 Sekunden oder sowas, die neu lädt. Was ich aber dann, also heute höchstwahrscheinlich nicht mehr machen werde, ist, das eben über dieses FS Notify zu machen, dass wir wirklich nur dann neu laden, wenn sich das geändert hat. Genau. Aber das ist it's a story for For another another time. time.
Vielleicht nächsten Sonntag zu gleicher Zeit am gleichen genau. Ort, nach dem gleichen Rennen, mit besserem Rennverlauf. Genau. Sehr, sehr schön. Lief doch ganz gut. Ja, lief doch ganz gut. Nur also vier Strafpunkte. Von dir hier. Du liefst ach so, ja ganz ach gut. Achso, ja, das. Okay, also wir noch haben. Ist Twitch nicht eingebunden. Noch ist Twitch nicht eingebunden, das stimmt. Ist denn jetzt die Seite, wie sie gerade online ist, die hast du ja nicht überschrieben, ne? Wir haben nichts an unserem Webserver. Die habe ich gemacht. Nicht überschrieben, nee. Genau. Die kann dann ja erstmal so Das bleiben. Ist, genau, die kann erstmal so bleiben und dann bei der nächsten, in der nächsten Runde, wenn wir dann Twitch live einbinden, dann überschreiben wir die. Die nächste Amtshandlung von mir wird, einen eigenen Kanal im Discord für dieses Projekt aufzumachen. Da könnt ihr dann den guten Tim immer erreichen und natürlich auch mich und den Rest der Community, Verbesserungsvorschläge einbringen, Alternativen, Ideen, was auf der Seite am Ende am besten erscheinen sollte, wie sie auszusehen hat. All das wird in einem eigenen Kanal auf Discord besprochen werden. Also da laden wir beide euch ganz herzlich ein. Und nächste Woche geht es dann weiter, vielleicht schon mit etwas visuellerem. Auf jeden Fall. Oder was steht denn hier auf unserem? Du kannst doch jetzt nochmal unser Trello anmachen. Richtig. Trello. So, guck. Grundlegender Servercode. Den haben wir schon mal. Wow. Ja. So, nächstes Mal. Genau. Nächstes Mal würde ich mal sagen, grundlegendes Design-Template schreiben ist doch und passt schon. Twitch. Ja, stimmt. Twitch-Integration. Ja, das wird das Erste dann. Steht ja. dann an, auf jeden Fall. Genau. Traumhaft. Also, ihr seht, mittendrin, ja. Herzlichen Dank an Tim. Das hast du ganz toll gemacht. Das ist super spannend. Ich hoffe, ihr findet es auch spannend. Das ist natürlich vielleicht nicht der Content, den man jetzt jeden Tag auf Twitch sieht, aber so sieht nun mal die Revolution des Internets aus. Schön. Hoffentlich, hoffentlich. Dann bis zum nächsten Mal bei Vielen Dank für die Begleitung. Gerne, gerne. Proudly presented by Plusmit. Schön. Jetzt sind wir noch live, aber wir haben schon zwei Videos gemacht. Traumhaft. Winke, winke. Auf Twitch bleiben wir live, Leute. Ich mache nur immer eine Abmoderation direkt rein für die YouTube-Videos. So, vor 10 Minuten ist das Rennen gestartet. Soll ich mal gucken, ob wir noch irgendwas da ist? Es tut mir leid. Nein, das ist doch egal. Es war doch gar nicht so geplant. Wir sind doch mega im Plan.